So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Simon the Sorcerer. Ich habe wieder ein paar Kleinigkeiten vergessen. Das ist aber gut, wenn ich dann so nach der Folge mal ein bisschen nachschaue, so, was habe ich jetzt noch vergessen zu tun, was können wir noch tun? Denn eine Sache können wir hier direkt ums Eck tun. Wenn wir hier hochgehen. Hier gibt es nämlich auch noch was zu sehen für uns. Finden wir noch eine Kleinigkeit. Es gibt doch noch etwas, was wir im Laden kaufen können. Können wir, hallo? Hier geht es nämlich. Hier ist das Doppelportal. Und hier müsste irgendwo... Wenn ich... Hier liegt ein Blatt Papier rum, das wir mitnehmen können. Das schauen wir uns doch mal an. Eine Einkaufsliste für den Geschäftsinhaber in der Stadt. Oh, und was ist mit diesem Tor hier? Was hat es damit auf sich? Ziemlich große und mächtige Türen. Kann ich die öffnen? Ich glaube, die muss man von innen öffnen. Kann ich vielleicht die Leiter daran stellen? Das sieht ja so offen aus. Nein, kann ich nicht. Okay, hier kann ich tatsächlich wohl noch gar nichts machen. Ich werde jetzt aber trotzdem erstmal, weil wir eh schon hier sind, da jetzt in die Höhle reingehen. Ich glaube auch, dass wir da schon weiterkommen. Wenn ich das alles richtig im Kopf habe, natürlich. Wir haben auch mittlerweile richtig viele Sachen im Inventar. Heißt, vorwärts kommen tun wir auf jeden Fall. Wir haben für alles... Auch wenn so Sachen Streichhölzer, Feder, habe ich ja schon benutzt eigentlich. Warum das noch im Inventar ist, weiß ich gar nicht. Brauchen wir das nochmal? Bin mir gerade echt nicht sicher, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. So, hier sind wir im Sumpf. Kann ich hier rechts lang? Ja. Hüpf! Oh, wie elegant sein, wenn er drüber gesprungen ist. Wo kommen wir denn hier raus? Eine grausame Statue. Schau dir die mal an, Simon. Die Statue eines extrem hässlichen Barbaren. Sicher, dass der nicht vielleicht einfach eingefroren ist? Das geht doch so nicht. Okay. Okay, dann geht... Natürlich geht das so nicht. Wie Simon es auch immer so voll empört sagt. Das geht doch nicht. Eine solide Steinstatue eines Zauberers. Ja, eine Statue. Sieht mir leider etwas zu realistisch für eine Statue aus, aber... Ah, hier ist der schlafende Riese. Und ein Baum. Schauen wir uns zuerst den Baum an. Wenn ich das irgendwie schmeißen könnte, dann hätte ich einen Weg über den Abgrund. Kennst du eine Axt? Gut, haben wir aber nicht. Können wir... Komm, wir gucken erstmal an. Sollst ihn anschauen. Er schläft tief und fest. Dann können wir ihn aber bestimmt. Ich dachte, dass es ihn aufweckt, aber gut, so geht es natürlich auch. Es haben wir einfach den Baum umgetrompetet. Noch eine kleine Statue. Das ist eine Statue einer Pygmäenkriegerin. Eine Pygmäenkriegerin, so. Was haben wir hier? Ein Schild. Guck das mal an. Was sagt das Schild denn? Hallo, anschauen. Vorsicht, leicht entzündliche Substanzen. Mein Gott! Es ist ein echter Drache! Nun, was hattest du in einer Drachenhöhle erwartet? Das geschieht nicht wirklich. Er hat einen Punkt. Ich würde an deiner Stelle nicht hier bleiben. Ich habe eine fürchterliche Erkältung und kann mein Niesen nicht kontrollieren. Ach, ja.
Ups. Autsch. Game over. Zum Glück trage ich meine Asbestunterwäsche. Natürlich tut er das. Aber wir müssten... Wir haben ja vom Anfang an noch Erkältungssaft dabei. Ich glaube, ich muss ihm den geben auch. Ich hab schon wieder den Gip-Knopf vergessen. Zum Glück trage ich meine Asbestunterwäsche. Ja, die ist solide. Da, fang! Fang! Oh, er sieht beruhigt aus. Dann nehmen wir mal den Feuerlöscher mit. Natürlich hat ein Drache... nicht hinterfragen. Aufwachen, Herr Drache! Was zur Hölle tue ich hier? Ich möchte ihn nicht aufwecken. Kann ich mir hier was von... Ich gehe nicht an ihm vorbei. Wenn er aufwacht, bin ich wieder Toast. Ein kompliziertes Gebilde aus Ventilen und Röhren. Ich würde wahrscheinlich wegen Lärmbelästigung verhaftet werden. Okay, das hat uns also außer dem Feuerlöscher nichts gebracht. Was auch immer der Feuerlöscher in so einer Fantasy-Welt macht, aber... Dinge. Mann, das ist ein interessanter Stein. Ja, das sieht auch aus wie ein Gesicht, gell? Hier ist so die Nase, hier ist der Mund. Wir können auch nichts hiermit machen. Außer weiterzugehen. Jetzt haben wir hier Steigeisen. Können wir... Okay, da fehlt eins. Da fehlt ein Steigeisen. Habe ich irgendwas, was man vielleicht den Nagel mit das Loch... Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Okay, dann kommen wir, glaube ich, hier tatsächlich noch nicht weiter. Was haben wir denn hier? Den schlafenden Riesen und die Drachenhöhle haben wir hier drüben jetzt freigeschaltet als Schnellreisepunkte. Ah, lass mich mal ganz kurz überlegen, was wir jetzt machen können. Wir können auf jeden Fall ins Dorf. In den Laden. Hier muss noch etwas geben, was wir kaufen können. Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Da bin ich anderer Meinung. Er gehört hierher. Zu dem restlichen Gemüse. Ich sage, er gehört da. Hierher. Und ich sage, er gehört hierher. Da, weißer Geist. Okay. Den brauchen wir. Ich muss mal aus. Ich möchte das kaufen. Das macht ein Goldstück. Okay, hier ist das okay. Geld. Okay, hier hast du das Geld. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Ich will nur ein bisschen stöbern. So, und dann können wir dem die Einkaufsliste geben. Du bist nicht der, der sonst kommt. Er ist krank. Oh, na gut. Sag dem Lieferjungen, dass wir es draußen stehen lassen, wenn wir damit fertig sind. Okidoki. Okay, gut. Gut, gut. Dann haben wir das. Jetzt muss ich ganz kurz... Die Frage ist, liefern die es hierher oder vor das Doppelportal? Grad. Aber wir müssen eh wieder in den Wald. Das heißt, wenn die es ans Doppelportal liefern, ist es vermutlich sogar... Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Kommen wir denn... Ah, hier kommen wir hier hinten raus. Okay, ja, cool. Dann benutzen wir nochmal die Schnellreisekarte. Die ist so praktisch. Zum Zentrum... Ja, zum Zentrum des Waldes. Gehen wir einmal nochmal kurz zum Doppelportal, einfach um zu gucken. Nee, haben es tatsächlich nicht hierher geliefert. Aber es ist ja auch... brauchen wir jetzt eh noch nicht. Spielt jetzt eh noch keine Rolle. Wenn ich wüsste, wozu wir den weißen Geist... Ah, ich,
weiß es nicht mehr. Und ich dachte, wir bekommen auch irgendwo jetzt schon das Mithril her, aber... Ah, ich werd mal schauen. Beziehungsweise wir werden ja alle sehen, je nachdem. Wir arbeiten uns ja gut und konsequent vorwärts im Spiel. Dann schauen wir mal, wer da wohnt. Ich klopfe besser vorher an. Klopf, klopf. Wen haben wir denn da? Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Ich mich freuen, dass jemand kommen mich besuchen. Ich mich freuen riesig. Bist du sowas wie der schwarze Mann? Hier stinkt. Ich glaube, ich habe mich in der Tür geirrt. Bist du sowas wie der schwarze Mann? Bin kein schwarzes Mann. Ich einzig bin der Sumpfling. Bin bestes Koch in diesem Land. Von weit weg kommen Leute, um zu essen meine Sumpfsuppe. Aber hier riecht's abartig. Lass mich bloß raus, bevor ich reiern muss. Ich gedenk, du sei mein erster Geburtstagsfreund. Ich gedenk, du gekommen, um mit mir zu spielen. Niemand besucht Sumpfling mehr. Oh, jetzt weint doch nicht. Ich bin doch da. Ich würde auch eher in eine Jauchigrube springen. Du hast Geburtstag? Ich würde ja gerne bleiben und schwatzen, aber ich bin in einer wichtigen Mission unterwegs. Ich bin doch da. Oh, jetzt weine doch nicht. Ich bin doch da. Sitzen, sitzen! Ich gebracht Geburtstagssuppe. Na dann, guten Appetit. Was ist... Warte! Damit bin ich nicht einverstanden. Freund! Ich gebe meinen Freund spezielle Sumpfsuppe. Uraltes und geheimes Rezept, das von Sumpfling zu Sumpfling über Generationen weitergereicht wird. Ich kann das nicht essen, ich werde sterben. Was ist in diesem Zeug denn drin? Uraltes, geheimes Rezept kann geheime Zutaten nicht verraten, bis auf eine. Sumpfschlamm, seien sehr wichtig. Schlamm? Und das soll ich essen? Ohohoho! Niemand mag Sumpflingskochkünste mehr. Stunde nicht gebraucht, um zu kochen. Jetzt muss alles wegschmeißen. Niemand kommt zum Essen mehr. Wenn es dich glücklich macht, esse ich ein wenig. Wenn es dich glücklich macht, esse ich ein wenig. Super! Diese Suppe mir gut gelungen. Die Holzläuse es machen schmackhafter. Ich wünschte, das würde jetzt dir passieren. Ich glaube, ich höre etwas. Wunderschön! Mehr Freunde von mir jetzt da. Genug dafür, Freund. Bitte hab Gnade. Für mich nicht mehr, danke. Ich bin voll. Es war köstlich, aber ich muss gehen. Okay, noch eine Schüssel. Okay, noch eine Schüssel. Iss auf. Ist gut für dich. Oh nein. So, und jetzt müssen wir ganz schnell uns etwas davon in unser Glas abfüllen. Denn das brauchen wir später noch. Man mag es kaum glauben, dass man so eine widerliche Plörre brauchen kann. Aber... Ich hoffe, es schmecken genug dafür, Freund. Ich nehme noch eine. Noch eine Schüssel. Sollte nicht... Iss auf, ist gut für dich. Oh nein.
dachte... mit einem Eimer vielleicht? Keine Ahnung. Geht doch so nicht. Ich dachte, wenn wir was davon abgefüllt haben, ist der Topf leer. Dann ist noch mehr Suppe. Nicht schon wieder! Doch, mach. Mach einfach. Du fertig? Ich, fertig. Oh nein, ich habe keine Suppe mehr. Tut mir so leid, ich muss nur noch mehr Zutaten sammeln. Ja, geh mal, ich geh hier nicht weg. Mit der Mütze. Bleib hier, ich komme bald zurück. Irgendwie ist er ja schon goldig. Gott sei Dank muss ich von dem Zeug nichts mehr runterwürgen. So, hier können wir nämlich die Kiste bewegen. Das können wir natürlich erst, wenn er weg ist. Und darunter befindet sich eine Falltür, die wir einfach aufmachen können. Gehen wir hier unten raus. Hier haben wir ein loses Brett. Hey, hey, hey! Ja, hey, hey, hey! Dieses Brett ist lose! Aber dafür haben wir ja... ein Nagel mit Brett. Wir können das Ganze hier ein bisschen befestigen. Dank des einen Gratis-Nagel, den wir bekommen haben. Und können jetzt hier ganz sicher rüber. Hooray! Oh, das sieht ja schon vielversprechend aus, was hier auf uns wartet. Würde ich aber sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao!